Und damit ein herzliches Willkommen zu Velocity, der brandübergreifenden Show, wo momentan nur Turniere stattfinden. Naja, wir sind immer noch in diesem riesen Turnier. Goddammit, ich bin nur am Überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee war. Ja, wir sind in Liverpool, England. Und wir beginnen direkt so, wie wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit All Elite. Und bei der Durchsicht der Matchcard ist mir aufgefallen, dass dort nur Leute bei sind, die in Factions oder Tag Teams unterwegs sind. Ja, hier haben wir die zweite Hälfte von FTA. Der Schwalder ja leider in der ersten Runde gegen Tony Nese ausgeschieden. Aber Scott Dawson hat jetzt die Chance, alles wieder ins Reine zu bringen. Sein Gegner am heutigen Abend ist... Na, wo ist er? Da haben wir ihn, Algard Kids, Heath Slater, sein Tag-Team-Partner. Ja, wiedergefundener Tag-Team-Partner. Rhino ist ja eine Runde weiter. Er hat ja Rowan aus dem Turnier geworfen. Und mir ist gerade aufgefallen, wie Scott Dawsons Beine aussehen. Sehr haarig. Aber Heath Slater ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Hat einiges auf dem Kasten. Und man darf Scott Dawson aber auch nicht unterschätzen. Der hat auch einiges an Striking, Brawling Abilities. Ein klassischer Wrestler halt. Also Heath Slater macht das eigentlich. Er will natürlich wie Rhino eine Runde weiterkommen, ganz klar. Und Scott Dawson möchte auch weiterkommen, dass FTA nicht gleich komplett in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ich glaube, bisher ist noch kein einziges Tag Team komplett ausgeschieden. Ja, ein zweiter Kick, Double Underhook, Powerbomb. Der Tiger Driver, wenn man so rumsieht, einmal umgedreht und Scott Dawson kickt out. Aber Heath Slater macht das richtig, richtig gut. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Der Wildman, eine Anlehnung an Wildman Mark Merrow. Cover von Heath Slater. Kick out. Na klar, also er will natürlich nicht hinter seinem, wie er ihn ja nennt, eigenen, selbsterklärten Rivalen, nämlich Tony Nese, hinterher hängen. Theoretisch, wenn ich Slater bin, könnte er ja rein theoretisch in der nächsten Runde auf ihn treffen. Wohlgemerkt, alles Theorie. Dafür müsste er nur erstmal dieses Match gewinnen. Und das dürfte gegen einen Scott... Obwohl, ein Tony Nese hat ja auch gegen einen Dash Wilder gewonnen, also... Aber ich werde jetzt einen Teufel tun und Tony Nese mit Heath Slater vergleichen. Und da geht's einmal rüber über die Klinge, wenn man so rumsieht. Wir sehen einmal über die Klinge springen. Ja, schöner Jawbreaker. Und abgehen einmal da hinten so eine Art Zigzag. Also von Dolph Ziggler das Ding. Das geht schön hin und her. Wie man es eigentlich auch erwartet. Scott Dawson, der lauert jetzt. Und nochmal rüber gegen das Knie. Und DDT. Und das könnte jetzt ein Aufgabegriff werden. Ein sehr schmerzhafter Aufgabegriff, möchte ich mal dazu erwähnen. Ja, schafft es Heath Slater auszukicken oder wird er
tappen. Der Griff ist schon sehr, sehr lange eingeloggt. Und Scott Dawson lässt ab. Geht in den Boston Crab. Ja, vielleicht möchte er ihm auch einfach nur systematisch wehtun. Er lässt wieder los. Und jetzt geht es mit einem harten Whip-In in die Ringecke und ein, ja, Belly. Oh, Double Leg Takedown jetzt von Heath Slater. Also Heath Slater verkauft sich hier ungeahnt gut. Oh, bis 1 sogar diesmal, fast bis zu 2. Das ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt mit einem Stomp auf den Kopf. Er sollte nicht so viel feiern. Als Scott Dawson braucht nicht lange, um wieder ins Match reinzukommen. Ja, ein bisschen das Genick überdehnen, die Nackenmuskulatur. Und Scott Dawson mit einer harten linken, rechten, whatever, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und ja, Vertical Suplex ist gekontert. Dropkick jetzt von Heath Slater. Scott Dawson geht da erstmal raus. Scott Dawson lässt ihn aber auch wieder passieren. Er lässt Heath Slater in den Ring. Oh, dann hat der Ref auch noch was abgekriegt. Oh, Scott Dawson hilft sogar dem Ref wieder auf die Beine. Gut, passiert. Und wieder steigt er ein zu diesem Finish. Oder besser, zu diesem Submission Hold. Und Heath Slater hält sich mal aus. Er tappt ab. Und Scott Dawson eine Runde weiter. Also All Elite mal wieder. Ach, warum überspringe ich das denn hier alles? Hier sehen wir nochmal, ja. Ja, das war die Aktion, wo er den Ref umgehauen hat. Aber immerhin, er hat dem Ref wieder auf die Beine geholfen. Oh, Scott Dawson scheint aber nicht so sonderlich glücklich zu sein. Vielleicht hat es ihm einfach zu lange gedauert. Er geht nochmal auf den Kopf hier los. Und nochmal der Ansatz zu diesem Submission. Oha. Naja. Ich denke mal, er würde jetzt auch gerne Tony Nese in die Finger kriegen. Egal, wir kommen zum zweiten Match der Matchcard von, ich weiß gar nicht, ich glaube NXT ist es. Ja, unser Second Match auch wieder mit Tag-Team-Beteiligung. Als erstes die Hälfte der NXT Tag-Team-Champions. Nämlich Jason Jordan. Ja, er trägt wieder seine American Alpha. Sah genau wie Chad Gable. Schön, dass die beiden wieder zusammengefunden haben. Auch direkt erfolgreich. Und sein Gegner am heutigen Abend auch kein Unbekannter. Die beiden haben schon Bekanntschaft miteinander geschlossen. Glaube ich zumindest.
Na, man kennt sich aus der Tag Team Division. Nämlich Epico Colon. Das erfolgloseste Tag Team im Wrestling Business. Muss ich ja leider sagen. Und ich denke mal, dass auch im Singles Wrestling Epico nicht wirklich mit Jason Jordan mithalten kann. Aber dann ist es halt so. Die Matchpaarungen gehen ja immer auf die aktuelle Powerbewertung. Also zumindest da, wo ich den Talentbaum erstellt. Da wurde Talentbaum erstellt. Talentbaum, ja, alles klar. Oh. Wo der Turnierbaum erstellt wurde. Oh, Dropkick. Schön weggedrückt. Wo halt der erste gegen den letzten antritt und dann halt der zweite gegen den vorletzten und so weiter und so fort. Und jetzt Rückenmuskeln angespannt. Na, Epico weiß gar nicht, warum, wieso, wieso hat der Tritt nichts gebracht. Ja, Jason Jordan auf jeden Fall ein sehr, sehr kräftiges Bürschchen hier mit einer Powerbomb. Ja, und die Hochkaräter sowie Tyson Storm und sowas. Also die Ungeschlagenen, auch Dominik Dijakovic, bisher noch gar nicht aufgetaucht. Vielleicht heben sie sich das für einen Schluss auf, dass sie erstmal die, naja, Matches weghaben wollen und am Ende zu glänzen. Was eigentlich keine gute Idee ist, man sollte gut durchgemischt haben. Ein paar Matches, die nicht so sehenswert sind und dann wieder Top-Events. Und ja, ich spreche immer noch von der letzten NXT-Ausgabe, die, glaube ich, die schlechteste aller Zeiten war. Und auch schöner Shoulder-Tackle. Ja, Shelton Benjamin wollte ich schon sagen. Jason Jordan hat ja auch Football gespielt und, nee, ich glaube, er war nur Ringer. Weiß ich nicht, die Biografie von Jason Jordan interessiert mich nicht wirklich. Und Epico, ja, der zeigt jetzt, dass auch was in ihm steckt. Na, auch wenn er gerade seinen Fuß in den ins Gesicht von Jason Jordan rammen wollte. Und ja, Backdrop gekontert zu einem Bulldog. Jetzt kommt Epicos große Chance. Also es wäre eine Sensation, wenn Epico dieses Match gewinnen würde. Und jetzt übers Top Rope mit einem Leg Drop. Oh, jetzt auf jeden Fall wieder Epico im Ring. Zeigt eine wunderschöne Kopfschere. Jason Jordan rollt sich raus, geht aber direkt wieder rein. Ah, Whip-In wird reversed. Also ich muss sagen, Epico hat das Match momentan richtig, richtig gut im Griff. Ah, stimmt, ich bin da links. Ah, Jason Jordan fightet sich zurück. Na, jetzt wussten beide gerade nicht, was sie vorhaben. Und ja, die Leute sind immer noch nicht begeistert von Jason Jordan. Und Shoulder Tackle und Belly to Belly. Eigentlich so die Aktion, die ja meistens so ins Ziel bringt, bevor es vorbei ist. Und Ansatz. Oh, Olympic Slam! Ganz im Stile von Kurt Angle. Und es bringt ihm den Sieg. Also wenig überraschend das Ergebnis, allerdings die Leistung von Epico.
Richtig gut gemacht. Nur es fehlt so das kleine Fünkchen. Ja. Was soll ich weiter sagen? Nächstes Match bitte.